Ja, meine Damen und Herren, dies war eine ereignisreiche Woche, denn der Bundesgerichtshof hat am 10. Juli in gleich zwei Entscheidungen zum Wohnraummietrecht Fulminantes erklärt. Wir beginnen mal mit dem Thema Eigenbedarf. Für wen darf ich Eigenbedarf als Vermieter geltend machen? Das ist zunächst mal klar für meine engen Familienangehörigen, für meine engen Verwandten, zumal in auf- und absteigender Linie. Das sind meine Kinder, das sind meine Enkelkinder, das sind meine Eltern, das sind, wenn man so will, und die noch leben, auch meine Großeltern. Dann auch in der Seitenlinie, aber da ist es jetzt etwas beschränkt. Ja? Seitenlinie wäre jetzt also die Geschwister, der Bruder, der Schwester und deren Kinder, die Nichten, die Neffen, dann wäre ich der Onkel. Soweit so klar. Der BGH hat das betont für einen Fall, in dem es um den Eigenbedarf für einen Cousin ging. Das ist ja noch ein Grad weiter, das wäre ja dann der Fall, wenn dann jetzt nochmal ein Kind käme, das dann eben nochmal weiter entfernt verwandt wäre. So, wie kommt der BGH zu dieser Grenze? Er sagt, der Gesetzgeber hat sich zwar nicht im Mietrecht geäußert, aber er hat sich generell geäußert, nämlich in der Zivilprozessordnung § 383 ZPO und in der Strafprozessordnung § 52 StPO, zu den persönlichen Zeugnisverweigerungsrechten, die einen besonderen familiären Charakter ausweisen. Ne? Dann darf ich also die Klappe halten, um die nicht selber zu belasten. So, das überträgt er nun aufs Mietrecht und sagt, in der Seitenlinie geht es dann also bis zum zweiten Grad der Verwandtschaft. Das bedeutet also, die Geschwister, für die darf ich Eigenbedarf anmelden, für deren Kinder, zweiter Grad, Nichten und Neffen, aber nicht mehr Cousins, das wäre dann der dritte Grad, das wäre zu viel. Das heißt also, im Unterschied zur Instanzrechtsprechung ist der Cousin die Cousine und natürlich auch die weiter folgenden, noch entfernteren Verwandten nicht mehr privilegiert, insofern, dass man für die also eine Wohnung durch Eigenbedarfskündigung freiziehen kann. Wenn Sie mehr dazu wissen möchten, verweise ich gerne auf meine Broschüre, die Kündigung des Vermieters wegen Eigenbedarfs, erschienen bei Haus & Grund Deutschland, Verlag und Service GmbH in Berlin. Wir blenden das Titelblatt ein und wir blenden auch die ISBN-Nummer bzw. die Bestellung ein. Für heute vielen Dank. Wenn Sie weiteres Interessante, Aktuelle zum Immobilienrecht, zum Mietrecht, Verwaltungsrecht und jetzt auch zum Erbrecht hören möchten, sehen möchten, dann teilen Sie uns, abonnieren Sie uns, aktivieren Sie am besten das Button mit dem Glöckchen, dann werden Ihnen unmittelbar neue Filme automatisch angezeigt. Für heute vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute.